Aber was? Ist das die Tür, die wir noch nicht geöffnet haben? Zählt das? Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal in den Weinraum und guck mal, ob ich da irgendwas finde. Chemikalie. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der jetzigen, der dortigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonderes reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Kommt wahrscheinlich hier rein. Mit Blumenornamenten. Na gut. Der Wein. Hier fehlt noch silberner Flaschenständer. Flaschenständer. Hat er nicht gesagt. Okay, pst. Wollen wir mal hier weitergehen? Och nee, nicht du schon wieder. Oh, die Hand ist jetzt wieder heile. Ach so, stimmt ja, da war ja was. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ja, das ist gut. Schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Na komm her, Mutti. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Nee, da kann ich nicht lang. Oh, wie gruselig. Ja, voll schlimm, ne? Lass mich in Ruhe. Au! Wo kamst du denn her? Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war, aber gut. Erstmal ein bisschen Ruhe hier. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Finde ich also nicht so schlimm. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpürscht, darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon echt merkwürdig. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist... Was? Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Ach, mach Sachen. Ernsthaft? Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Spucken. Nee, spucken. Ich will nach Hause. Oh. Ist alles? Achso, nee. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtesse haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich die Fenster geöffnet. Wirklich nur einen kleinen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Interessant. Das sind also die Sachen, die man aus der Maiden-Demo schon mal sehen konnte, wenn man PlayStation 5 hat. Schön hier. Ah, da ist die Mutti. Da ist also ihre... Da ist die Flasche, die wir brauchen. Ey, die brauche ich! Bleib hier, Mutti!
Ich reiß dir das Kleid runter. Ich glaube nicht, bei so Vampirdamen weiß man nie so ganz genau, was jetzt wirklich, man das wirklich sehen will oder nicht. Die sehen ja nur äußerlich alle relativ interessant aus. Hier geht's weiter runter. Hier ist zu. Natürlich, sie hat hinter sich zugeschlossen, ist klar. Könnt der Alten also nicht einfach hinterher geilen. Ein bisschen Money. Hier gibt's nichts. Okay. Ich find's blöd, dass das nur mit Pistolmunition geht. Also dafür, dass er so einen langen Lauf hat, hätten sie den wenigstens... Ich weiß nicht, warum ich das mit der Pistolenmunition machen muss. Ich hätte das Ding auch einfach hier an die... einfach nehmen können, aber irgendwie... gibt es also einen großen Kampf. Irgendwie auch nicht schlecht, hat was. Ich... ah, okay, ich sah nichts, wollte schon sagen. Nee. Ich würde sagen, hier wurde Wein gekellnert, aber das sieht für mich eher aus wie eine Streckbank. Und Sachen zum Nägel ziehen. Oder was weiß ich. Ich weiß es nicht ganz. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Schimmlige Kartoffel. Ich würde sagen, hier wurde jemand mal gehalten oder etwas. Oh. Ich würde sagen, der... so sahen also damals die Pots aus. Muss mal wieder geleert werden. Ist ein bisschen übervoll. Haben wir hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. Irina, Mihaela, Luis, Ingrid bestanden. Irina, Mihaela, Luis, Ingrid abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca. Okay, von mir aus. Sie haben also sich ein paar beworben, um im Schloss zu arbeiten und wurden nicht alle angenommen. Nur noch eine kleinere Liste als bei normalen Vorstellungsgesprächen. Oh. Sind die wirklich abgelehnt worden, oder? Hängen die vielleicht hier? Ah, so wird also der Wein hergestellt. Ne? Oben strangulieren, unten einfach was abreißen und der Rest wurde dann einfach hier aufgefangen. Na gut, bei Vampiren... das ist komplett leer. Okay. Die andere Schüssel war übervoll und die war komplett leer. Interessant. Habe ich wohl wahrscheinlich woanders da ausgeschissen. Irina, gesunder Appetit. Mihaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Und Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Aha, interessant. Haben die hier versucht, Nachkommen zu ziehen und... oh. Naja, ein bisschen Schrotmuni habe ich noch. Oh!
Ich glaube, die sind gar nicht so stark. Ja. Also die Monster hier unten gehen eigentlich, finde ich. Oh, falscher Knopf. Die haben standardmäßig den rechten Trigger als zum Abschuss gegeben und den rechten Button zur Heilung. Das ist ein bisschen... Ich würde gerne alles nochmal in Ruhe angucken. Metallreste? Ist das was für den Aufzug, was ich brauche? Rohrbombe. Ist klar, kein Problem. Ich würde mich gerne in Ruhe umgucken hier. Ich meine, die sind jetzt nicht so schlimm. Es wäre ganz cool, wenn die jetzt nicht mehr wiederkommen, sodass ich mich hier nochmal in Ruhe umgucken kann. Aber hier unten bin ich mir gar nicht so sicher. Ah, okay, das war nur so ein zweiter Dingsbums. Okay. Ich glaube, so verzwickt ist es jetzt auch nicht wirklich. So, dass man sich, glaube ich, schon teilweise so halbwegs entspannen kann. Nicht getroffen, du alle Rattensau. Schnaps gesoffen, nicht getroffen. Schnaps gesoffen, fang mich doch, du Eierloch. Nee, 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 nee. Ich muss auf meine Gesundheit. Sieht ganz gut aus. Obwohl mir so eine Balkenanzeige wie in Resi 4 besser gefallen hätte und nicht so ein... Ah, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Nicht so eine Sinuswelle. Du musst was essen. Ja, viel Spaß, Justin. Ich könnte jetzt nichts essen. Hier liegt ein Sarg. Muss da bestimmt noch mal hin. Und ich wette mit dir, diese ganzen Verzweigungen sollte ich mir teilweise gut einprägen. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ja, schlimm, ne? Och nee, nicht du. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Dich gibt es zum Abendbrot. Mach mir keinen Ärger. Na, ich weiß warum. Ich weiß, warum das so blöd ist. Die Vollidioten haben, wie gesagt, wegen diesen ganzen... Ich hasse nichts Nutze. Die haben wahrscheinlich eine Videodatei genommen. Für die Angriffe und den ganzen Scheiß. Und die... Starkes männliches Blut. Ja, ne? No. So verlockend. Ja, aber dann sei mal ein bisschen zärtlicher zu mir, dann kannst du auch was kriegen. Wo willst du denn hin? Ich kann mir. Ich wollte da durch, aber danke, dass du das gemacht hast. Deine Kugeln können mir nichts an. Sonnenlicht! Sonnenlicht! Du
dreckige Missgeburt! Was? Mein Körper zerfällt! Ja, schlimm, ne? Ich glaube es nicht. Die Fresse. Angst, es uns herauszufordern? Ihr hättet mich nur in Ruhe lassen müssen. Nein. Ja, wollte schon sagen. Olle Schrapnelle. Kristallener Torso. Ist das ein was Wichtiges? Nö, was Wertvolles. Cool! RIP! Haha! Pistolmunition. Ja, ich brauche eigentlich. Weißt du was? Wenn ich mal ins nächste Mal auf den Dicken treffe. Auf den Duke. Werde ich, Dingsbums. Kann ich mich jetzt hier endlich mal umsehen? Hat mich ja sowieso durchgetreten, also. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir die Notiz hier gefunden haben. Aber ich glaube, wir haben hier alles durchsucht. Gut, da haben wir die alle zu Stein verwandelt. Super. Wunderbar. Kartoffeln waren auch schon mal frischer. Das sind aber keine menschlichen Überreste. Sieht zumindest nicht so aus. Sieht nach normalem, normalem Schlachthaus aus. Gut abgehangenes Fleisch. Die Lieblingsflasche von der Mutti. Das ist doch schon mal ganz gut. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hat sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ah, jetzt wissen wir auch, was das für Viecher da unten waren. Das waren die Mädels, die hier eingestellt wurden und in den Keller geschickt zum Ausbluten wurden. Zum Ausbluten geschickt wurden. Deswegen waren die auch so langsam. Die waren blutleer. Macht natürlich Sinn, ne? Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Oh je. Aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man mal ein paar Gegner hat, die ein bisschen langsamer sind. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt nicht so das Problem wie in den ersten Raisies. So, dass wir ständig jede zweite Pistolenkugel zweimal rumdrehen müssen und so weiter und so fort. Was mir gut gefällt. Da, knacken. Rückstoßkompensation. Oh. Ich muss mir die Lemmy wieder kaufen. Bei aller Liebe, die muss ich mir wieder kaufen. Dietrich? Ja, 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 ja. Dietrich, den machen wir doch hier auf. Wäre es nicht besser, die am Leben zu behalten und zu füttern, damit man... Ja, ich weiß es halt nicht, wie die denken. Engelsstatue aus Holz. Das ist okay. Lassen wir offen. Drauf geschissen. Und jetzt haben wir hier auch alles. Okay, Untergeschoss, Halle des Kriegers. Also hier haben wir natürlich noch viel Verkostungszimmer. Die Zellen. Habe ich bei den Zellen noch so viel vergessen? Ich weiß noch nicht, ob ich da runter will. Aber ich möchte eigentlich ungern irgendwas vergessen. Aber ich meine, guck mal, unsere rechte Hand ist wieder heile. Hier gibt's noch irgendwas. Grünes Kraut. Das Problem ist, bei diesen Zeichnungen weißt du halt nie so ganz genau, was halt jetzt noch fehlt und was nicht. Es kann halt eine Kleinigkeit sein und dann
Ist das schon wieder? Und dann ist der ganze Raum grün. Aber hier fehlt auf jeden Fall noch was. Die Frage ist nur, kommen wir da theoretisch schon dran? Dran mit T. Dran. Dran mit D. Oder ist es das hier? Das kann natürlich auch sein. Na komm, gehen wir mal weiter. So, eine von den Mädels ist schon nochmal hinüber. Das ist gut. Wo ist denn eigentlich die Wunde hin? Ich meine, der hat sich da so einen Fleischerhaken durch die Dingsbums gezogen. Also, ich glaube nicht, dass der ganz normal ist. Sonst würde er auch nicht unter der Beaufsichtigung der BSAA stehen. BSA. BSE. Der biologische Wahnsinn. Jetzt. Rinder mit Rinderwahn. Unsere Rinder sind Wahnsinn. Also es ist schon schön hier, ne? Also muss ich sagen. Ich lasse es mal offen. Muss schon sagen, es gefällt mir. So von der Optik her kann man sich echt nicht beschweren. Hier brauchen wir einen Schlüssel, den haben wir natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Aber ich weiß, wo wir hin müssen. Da wäre es... Ja, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich habe schon Schiss, die Große kommt. Will ich erstmal zum Duke, weil ich glaube, bei dem bin ich einigermaßen sicher. Deswegen hoffe ich, dass sie Remix von 4, 5 und 6 machen, allein schon wegen der Grafik. Ich muss sagen, es geht. Also 4... Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ja, also bei 4, ich weiß es halt nicht. Wenn sie die, Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Das muss ich mir auf jeden Fall holen. Bei aller Liebe, aber das Ding muss ich mir wieder zurückholen. Kristallfragment kann verkauft werden. Kristallener Torso kann verkauft werden. Weinglas kann auch weg. Engelstatue aus Holz. Ingrids Halskette. Ich weiß nicht, ob ich das alles behalten will oder ob ich das wirklich verkaufen soll auf der anderen Seite. Warum eigentlich nicht? Gesehen und gekauft. Beachte mich gar nicht. So. Jawohl. Bis nächstes Mal. Soll ich etwas für dich auswählen? Besser nicht. Ich verkaufe jetzt erstmal die Samurai-Modell. Weil die Lemi ist, glaube ich, jetzt stärker durch die durch den Rückschusskompensator. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Ah, das hätte ich natürlich gerne, das wäre ganz gut. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das erstmal ist vielleicht nicht verkehrt. Und Werkstatt. Feuerkraft, ja, aber so viel Kohle habe ich gar nicht. Also die Sicherstellung von Waren, Hals- und Beinbruch. So, hier ablegen. Schnellzugriff nach oben. Wunderbar. Objekte stapeln, bestätigen, schließen, bewegen. Ich will es gerne auch mal untersuchen. 130. Da fehlt noch eine Sache, und zwar das größere Magazin. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, aber da die ja relativ neu sind, sind die noch nicht so schlecht aussehen. Es ist schon ein Wunschdenken. Ja, das stimmt. Also man muss nicht jedes Spiel direkt als Remake reinsetzen, nur weil es ein gewisses Alter hat.
beim Resident Evil 4 mit ganz normalen HD-Texturen, wenn sie jetzt die Übergänge nicht so, wenn sie die Filmsequenzen neu gemacht hätten in HD, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Speisezimmer, Hofschlüssel, Empfangszimmer. Hätte ich überhaupt... Hätte ich eigentlich überhaupt kein Problem, weil Resident Evil 4 ist halt wunderbar gealtert. Sehen wir zum Beispiel mal dieses ganze... Sehen wir halt zum Beispiel mal Kingdoms of Amalur an. Das hat ja auch ein Remake gemacht bekommen, obwohl ich sagen muss, ich finde es eigentlich super. Also Kingdoms of Amalur, das Original hat mir so schon gefallen. Dementsprechend fand ich es auch irgendwie ein bisschen blöd, dass es direkt einen Dingsbums bekommen hat. Ein Remake. Das hätte nicht unbedingt sein gemusst. Resident Evil 5 sah jetzt optisch ein bisschen... Ja, das hat ein paar Blässe gehabt. Das wäre soweit jetzt nicht so tragisch gewesen. Ich glaube auch, das ist relativ perfekt. Da muss man nicht unbedingt... Ja, das muss man nicht unbedingt haben. Aber Resident Evil 4, wie gesagt, braucht in meinen Augen auch nicht unbedingt ein Remake. Untergeschoss gibt es natürlich noch viel. Wir sind hier und eins weiter oben. Silberner Flaschenständer. Okay, da müssen wir hin. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sagen muss, wenn man diese kleinen Mängel berücksichtigen würde, das könnte man irgendwie auch als DLC rausbringen. Ich habe ja Resident Evil 4, habe ich ja auch Let's Played. Habe mir für das Let's Play auch extra die PC-Version geholt. Natürlich mit AD-Texturen, aber da gab es halt Framerate-Einbrüche, sobald du manchmal irgendwo in einem Gebiet rumgeeiert bist oder so und dementsprechend... Schwierig zu entscheiden. Das ist bestimmt doch ein so ein Hofschlüssel. Das war also das Schloss. Wir werden hier bestimmt nochmal ankommen. In der Haupthalle hier oben habe ich noch was vergessen. Ich weiß noch nicht was. Jetzt habe ich's. So, Lady Dimitrescu Schlüssel. Ja, aber... Habe ich den vergessen oder... Nee, warte mal, da muss ich hin. Ah, hier können wir uns umgucken. Hier hat uns die Tochter die ganze Zeit angeschissen, aber wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Also von daher. Die hat ja eine schöne Garderobe. Ich würde sagen, sehr abwechslungsreich. Immer das gleiche Kleid, immerhin trägt es nicht dauerhaft. Aber warum hat die denn so ein kleines, so eine kleine Tür? Müsste die nicht mindestens bis an die Decke gehen? Also selbst die Tür ist einigermaßen groß. Aber die hier, die geht mir ja gerade... Da muss ja selbst ich mich ja schon fast ducken. So, die Frage ist jetzt, was machen wir auf? Da drüben, das geht nicht auf. Das ist, soweit ich das... sehen kann, von der anderen Seite verschlossen. Ich weiß nicht, warum ich den Anhänger hier dran habe. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das Schloss war ja älter als die. Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, ich meine, wer so ein Schloss hat. Soll ich dich rumführen? Och nee. So, jetzt nach links. So, hier raus kommen die Ollen erstmal nicht. Aber ein schöner kleiner Wintergarten. Schöner kleiner Wintergarten. Ah, das Rondell gefällt mir auch. Also es hat schon etwas. Bin jetzt hier ein bisschen ruhiger. Ihr kennt's ja. Da kommt bestimmt irgendwas rein. Metallreste. Kann ich eigentlich irgendwas herstellen? Hier brauche ich Chemikalien, Schießpulver und rostige Yeah. Super, dann gehen wir, was das angeht, nicht direkt so auf dem Zahnfleisch. So, hier brauchen wir der Lady Demestro Schlüssel. Im Speisezimmer ist noch irgendwas, aber die Frage, was? Bleiben, wo sie ist. Hier ist noch irgendwas. Das hat was damit zu tun. Seht ihr das? Also entweder hängt das, aber für mich sieht es aus, als müsste das hochgehängt werden. Als wäre da noch irgendwas. Also laut Karte gibt es hier im Speisezimmer noch was zu entdecken. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich werde langsam paranoid und sehe Rätsel, wo es eigentlich keine gibt. Oh, okay, das war's. So, der Innenhof, der kann noch abgegrast werden. So, vielleicht gibt's vielleicht versteckte Sammelobjekte. Ja, mal gucken. Oh, mir tut's genick so weh. So, es ist relativ still heute. Also Resident Evil Village scheint irgendwie niemanden so groß zu interessieren. Vielleicht habe ich auch einfach nur das Vorbesteller-Dingsbums nicht wirklich mitbekommen oder man geht bei dem ganzen Kram unter. Hier ist noch irgendwas. Das mit den Kristallsplittern, das erinnert mich ein bisschen an Resi 4, das mit den Spinels. Die können natürlich überall jetzt sein. Das ist vielleicht ein bisschen arg dunkel. Okay, das ist neu. Dass ich jetzt auch noch an sowas nach sowas gucken muss. Aber na gut. So.
Jetzt sieht es auch schon besser aus. Und dann mein Problem war, dass ich, als ich beim ersten Mal die Helligkeitseinstellung gemacht habe, habe ich das auf dem zweiten Monitor gehabt. Der hat automatisch eine größere Helligkeit als der mittlere Monitor, beziehungsweise als der Hauptmonitor. Und dementsprechend habe ich ein bisschen was anderes im Kopf gehabt. So. Deswegen war die Helligkeitseinstellung auch nicht so perfekt. Hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Also ich sehe jetzt hier nichts, wo ich hätte noch irgendwas verpassen können. Oben und unten nicht. Na gut, dann gehe ich erstmal weiter. Es wäre so krass, wenn das hier irgendwie als Aufzug nach unten gehen würde. Jetzt die Frage, will ich hier rein? Ja, die hat es natürlich nicht gesehen. Ist klar. Ist die Frage, will ich, dass sie mich sieht? Oder nicht? Willkommen, willkommen. Wir sind hier bei Resident Evil 8 auf der Jagd nach einer MILF. Entschuldigung. Entschuldigung. 3.500 Lei? Naja. Okay, das Treppenhaus haben wir. Haben wir unten das schon? Hm. Ich finde es so komisch, dass die Hand sich irgendwie wieder regeneriert, nachdem wir... Hier unten gibt's noch was. Schau doch wieder eine von ihren Töchtern. Chemikalie. Kann ich noch irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich kann nur Heilung machen, aber... Komm, eine Heilung machen wir noch. Rostige Reste fehlen mir. Chemikalien habe ich 2. Schießpulver habe ich auch 5 sogar. Das bedeutet, mir fehlen wirklich die rostigen Reste. Und jetzt habe ich hier unten noch alles. Okay, super. So, eine von den Töchtern haben wir ja schon. Erstmal alles kaputt machen. Ganz im Ernst, bei aller Freundschaft, ich würde die echt hier alle ausrotten und selbst hier wohnen. Ja, so eine Stream-Villa. Kein Problem. Kein Problem. Da machen wir dann Fan-Treffen. Easy. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Weiß nicht, ob ich dir jetzt unter die Karte des... Oh. Aha. Badehaus. Aha. Interessant. Aber hier gibt's noch was. Die Frage ist nur, was? Na gut, wir haben den Flur ja noch nicht komplett. Muni, Muni, Muni. Liebenswerte Mutti. Du hast mich gefragt, was ich mit deiner Tochter gemacht habe. Ich würde sagen, ich habe mich verteidigt. Okay, fertig. Super. Ich meine, du hast mich irgendwie an die Wand genagelt. Du hast mir an meinen Händen rumgenuckelt und was weiß ich, und deine Tochter wollte irgendwie... Oh, ich dachte, die sitzt hier. Ich weiß nicht, ob ich hier rein will.
So verlockend das auch ist. Aber... Lass mich raten, das muss ich... Hier gibt es irgendwie... Okay, hier gibt es Wasser. Oh komm, den Boden hättet ihr wenigstens sauber halten können. Hättet ihr nicht alle eure Dienstangestellten gefressen? Oder aufgesüffelt? Wäre das alles kein Problem. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Lass mich mal überlegen. Die Damen sind blind. Für... Avancen. Die Armen nehmen ihr Glück. Die Armen nehmen ihr Glück in die Hand, nehmen, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überarmen, reichen Früchte an Herren, so dass der Wein fließen möge. Und Wein, okay. Die Armen geben dem Wein ihren Herren. Die Frage ist nur, wer ist der Herr? Die Damen sind blind für die Annoncen der Herren. Das bedeutet, die gucken die Leute vielleicht nicht mal mit dem Arsch an. Und ich würde sagen, die Armen reichen das den Herren. Und meistens die Reiter. Und der muss dann wahrscheinlich dahin. Oh. Okay. Warte mal. Kommen in meinem Anwesen, fühlen sich wohl. Frage ist, wie der Internetanschluss ist. Ach, ich wäre dabei. Ach, das kriegen wir schon hin. Mit Elon Musks Starlinks wird das schon irgendwie gehen, sicher. Oder, oh, Puzzle Time, easy. Alles klar. Könnt ja gern mal ein Abo dalassen, wenn ihr Prime habt und ihr nicht wisst, wem es geben sollt. Zwinker. Okay, links der Finger ist noch nicht nachgewachsen, aber rechts die Hand, die wir uns eigentlich aufgerissen haben. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Hallo, Ziege. Muss ich jetzt extra für dich bücken? Hinterfragen wir das mal nicht. Ach du Scheiße. Lecker. Ich nehme an, die vier Damen des Hauses haben zur gleichen Zeit ihre Periode. Ach nein. Ich nehme an, hier kommen nicht einfach irgendwelche. Ich glaube, die Gegner hier sind nicht so einfach wie die aus dem Dingsbums. Ich habe ja genug Pistolenmuni. Trotzdem. Halt dich aber. Aua, du Ratte!
Ja, ne? Immer gut. Hier ist ein bisschen langsam. Aua. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Doch, wahrscheinlich schon. Okay, hier könnte ich theoretisch... Aber sieht für mich so aus, als wenn es hier ruhig wäre. Aber hier gibt es noch was. Also die Damen hier sind jetzt okay, mit dem Messer zu machen. Da sehe ich jetzt auch nicht ein, Pistolenmunition zu verschwenden. Irgendwas blinken sehen? Nein, offiziell nicht. Hier fehlt noch was. Die Frage ist nur... Periodenblut, Periodenblut. Ich stapfe durch das Periodenblut. Das tut meinen Füßen so super gut. Periodenblut. Der goldbraune Schiss. Och nee! Das ist gemein, hier eine reinzusetzen. Nee, das Messer ist, glaube ich... Ich glaube, das Messer ist... Autsch! Oh Mann! So, ist mir jetzt zu blöd hier. Mach Sitz, habe ich gesagt. Und hinter dir, Mutti. Boah. Also, drei auf einmal sind dann doch ein bisschen viel. Nur weil ich hier alles irgendwie komplettieren möchte. Die Frage.